Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zum Community Run. Beim letzten Mal sind wir ja komplett durch Leonia gegangen. Und heute werden wir Folge 5 und 6 aufnehmen. Und eigentlich war geplant, oder was heißt eigentlich? Wir werden das Altusplateau heute besuchen. Da habe ich ja auch hier schon eine Gnade offen. Das wird auf jeden Fall spannend, da alles einzusammeln. Aber was ich auch auf jeden Fall machen will, ist die Rani-Questline. Da war ich ja schon in Ranis Tor und ich muss gerade mal gucken, wo waren wir denn schon? Also hier waren wir auch schon überall. Also ich denke, Ranis, ja, haben wir das auch schon gemacht? Ich muss gleich mal mit den Leuten quatschen, weil ich mich echt nicht mehr erinnere. Das ist schon wieder eine Woche her. Und zwischendurch auch noch andere Sachen gemacht. Wo sind wir hier? Kamm der großen Fälle. Was war das denn nochmal? Ja, jedenfalls, wir werden die Rani-Questline heute auf jeden Fall zu Ende bringen, weil ich auf jeden Fall das Blade-Schwert haben will, unbedingt. Und ich hoffe, dass wir auch genug Zeit haben fürs Altusplateau. Und da würde ich sagen, viel Spaß mit den Highlights. Und lasst mal gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das findet. Seid gerne dabei, immer sonntags um 12 Uhr Community Run. Und ja, ich darf nicht so viele Runs nebeneinander laufen haben. Ich bin komplett verwirrt, wo ich bin und wo ich war. Hey Nobu, du Level 1 Run, da kriege ich schlaflose Nächte. Dir macht das sehr viel Spaß, Moritz. Das freut mich mega. So soll das sein. Das freut mich sehr. Mir macht das auch mega Bock. Ich finde es halt geil mit der Community, hier mal durch das geilste Game überhaupt zu laufen. Und euch auch mal die Chance zu geben, ein bisschen zu glänzen und euch mal hier ein bisschen zu präsentieren. Das ist ja auch mal schön. Deswegen fand ich die Idee auf jeden Fall ziemlich cool. Ich liebe meine Feuerwaffe. Aber ich muss das Feuer demnächst mal wieder runter machen für die Blutflammenklinge. Erinnere mich mal dran bei der nächsten Gelegenheit. Moin Tatia, wie geht's dir? Wie er sich extra hier noch das Ding hinmacht. Na, der Schaden ist aber nicht so berauschend. Zweimal Geisterlili Level 6 nebeneinander. Das ist doch irgendwie total sinnlos. Außer man heißt Nobunaga und hat alle. Nobu, hast du eigentlich jede Asche, die es gibt, auf plus 10? Das würde mich mal interessieren. Oder machst du. Hast du auf verschiedenen Charakteren deine Aschen auf plus 10? Weil ich habe ja auf meinem Hauptaccount echt bestimmt schon 20 Waffen oder so auf plus, also auf maximalen Level. Und auch 15 Aschen oder so auf plus 10. Test ist pro Charakter immer welche. Okay, habe ich mir gedacht. Das wäre natürlich auch. Das wäre auch mal eine Challenge. Boah, das wäre doch mal eine Challenge, oder? Ich weiß nicht, wie viele Playthroughs man brauchen würde. Aber alle Waffen. Alle Waffen ist, glaube ich, zu übertrieben. Aber alle Aschen auf plus 10 bringen. Auf einen Charakter. Feuer! Brenn! Oh, ja, das ist gerade ein. Max, das muss ich gleich erstmal einstellen mit Discord, weil ich habe ja gestern rumgefummelt wegen Raft. Deswegen mein Discord ist gerade nicht eingestellt. Wenn ich gleich mal eine ruhige Minute habe, dann mache ich das. Aber jetzt gerade on the fly geht das nicht. Machen wir gleich, ja? Ey, kann man das nicht cheesen, wenn man hier so übers Geländer geht? Hä, kann man das nicht voll cheesen? Wieso setze ich denn da vorne so einen scheiß Schlüssel ein? Hä, wo seid ihr denn jetzt hin? Da ist Moritz, aber wo ist Billy schon wieder hin? Ich brauche den im Discord. Der rennt einfach weg und dann weiß ich nicht, wo er ist. Test, Test, Test. Dann ein drittes Mal der Test. Ja, ich höre dich. Sehr gut. Okay. Wie ist Ich er? bin unten beim Wolf. Oh Shadow, thou art the last. Tell the two fingers that Rani the witch cometh. Rend thy flesh with a fateful wound. There to heal.
Feuer! Ey, du setzt deine eigene Waffe gegen ihn ein, das ist ja unfair. Ja. Zack. Der war ja schwer. Was more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell, my Ray ist verliebt. Naja, du zaubert ja nicht mit den Siegeln, er wirkt damit ja Wunder, das ist ja was anderes. Ich darf es als Deko in der Hand halten. Aha, ich hab Flamme, heile mich. Und ihr nicht. Ich renn einfach durch, ne? Ja, aktivier mal die ganzen, hier, Plattformen für uns. Das hat da gar nichts gebracht. Okay, habe ich irgendwas, was meine Resistenz erhöht? Moment. Also ich habe Bolis, ne? Ich habe 38 Bolis, falls ihr welche wollt. Ja, kannst du mir zwei droppen? Ich würde dir einen geben. Oh, das ist aber nett. Warte. Moritz, brauchst du auch welche? Ich lass mal nochmal zwei fallen für Moritz. Danke. Moritz, hier liegen Bolis. Oh, nochmal zwei Bolis, danke. Geh weg. Oh, Lisa ist tot. Das hat nicht so gut funktioniert mit den Bolis. Ich überlege auch gerade, wie ich hier durchkomme. Also ich habe einen Boli noch. Und ich kann mich zweimal heilen. Ich kann auch bei der nächsten Gnade einfach neu rufen. Was hältst du denn davon? Dann kann ich auch mal leveln. Und meine Waffe aus Feuer wegmachen. Ja, vielleicht komme ich da durch. So großzügig. Ja, so großzügig. Guck mal, wie viele ich hier brauche. Ich habe ja selber 15 Stück gebraucht. Da kann Nein, ich doch hier nicht alles abgeben. Noch. Was? Das war doof. Was passiert? Ich habe mich nicht geheilt, sondern ich habe einen Boli genommen. Das war nicht so schlau. Brauchst du noch einen? Soll ich hier einen hinlegen? Ja, ich guck mal, ob ich es bis dahin schaffe. Ja, easy. Jetzt können wir auch den Baumgeist töten. Ich habe genug Leben. Hast du? Nein, ich habe nichts mehr. Ja, da. Mach mal, No-Hit. Hier war, lag noch mal ein Boni. Ja, wie kann ich dich aufnehmen? Das ist ja... Raptor-Kralle? Wieso Raptor-Kralle? Ach, weil der Bloodhound-Step drauf hat. So. Brauch ich nicht. Kommt man schneller durch die Suppe? Hey, ich bin doch gerade gerannt, das ging doch super schnell. Ja, dann geh dich mal schnell unten umbringen und rufe ich hier zwei neue. Unten umbringen, ich töte da unten jetzt alles. Okay, dann bin ich gespannt. Sollen wir eine Wette machen, wie lange du überlebst? Können wir machen. Mhm. Dann sprich noch nicht runter. Oh scheiße, Moritz. Hier, wenn du hier hinkommst, kann ich dich wieder reinholen. Oder für alle anderen auch. Großer Kreuzgang. Wir killen jetzt Astel. Wer Bock hat, kommt ran. Tatja auch gerne. Machen oder soll ich probieren jetzt? Ja, probier. Wenn du stirbst, stirbst du. Also ich finde Marlene um einiges schwieriger als Elden Beast und Radagon. Radagon kann gar nichts. Also ich, tatsächlich, mein Hassboss ist Radagon. Marlene finde ich überhaupt nicht schlimm zu bekämpfen. Du musst ja mal so oft bekämpfen wie ich, dann weißt du genau, was der macht und wie der sich verhält, dann ist er easy. Elden Beast, das geht dann halt ständig auf den Sack, weil es von einem weg will. Ja, dann brauchst halt Angelag, aber das ist halt auch nicht nervig, du kannst fast allem ausweichen. Und mit gut Heiligresistenz macht das auch keinen Schaden.
Oh. Da müsst ihr aufpassen. Ja, das ist schön. Zum Glück hat Novo hier diese Blut-Bubble um sich herum. Da musst du aufpassen, du. Wieso? Du hast Schaden, wenn er verschwindet. Oh oh. Kann er nicht gestaggert werden? Doch, da ist er doch gestaggert. Weil ich so oft diese Flamme eingesetzt habe. Normal machst du ja zweimal, ist er gestaggert. Da musst du aufpassen, du, es macht Schaden. Ich muss mir meinen Anker halt ganz nah ran. Mensch. Pass auf, ne, die machen Schaden. Ja. Da musst du dodgen, die dürfen dich nicht treffen. Ja. Und die Stacheln machen auch Schaden. Jasmin hat das schon mal gespielt, glaubst du? Als ich sie kennengelernt habe, hat sie das gerade gespielt. Sah sehr nervig aus. Schon mal Human Fall Flat gespielt? Also ich nicht. Ich auch nicht. Er will ja nicht Discord. Was für eine Art Spiel ist denn das? Ach, komme nicht Discord. Ach so, ich dachte, er kommt nicht rein. Oh, da musst du aufpassen, jetzt Nobu. Jetzt ist gestorben wegen dir. Da musst du aufpassen. Ja, kannst du ihn erstmal killen, bitte? Ja, ja, Nobu, der Boss macht Schaden, da musst du echt aufpassen. Nächster Halt bei Blade, Ranis Turm, ne? Ich habe nur diese Loot-Sachen eingesammelt. Genau. Dunkelschmiedestein 6 fehlt mir. Dann kannst du den Götterskalp mal aufmachen, aber der Weg ist halt ass. Wir machen den Götterskalpen im Turm. Kennst du den Weg? Ja, ich muss so einen Charakter finden, der in den Turm reinkommt. Okay. Treffen wir uns im Turm. Leute, wir treffen uns dann oben an der Gnade beim Turm, wenn ihr Bock habt. Aber Novo, du kannst nicht immer PvP mit PvE vergleichen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ich kann es komplett verstehen, dass wenn du Leute rufst, um PvE zu spielen, dass es einen auf den Sack geht, wenn dann einfach Invader dazukommen. Nee, Invader an sich per se nicht. Nee, finde ich nicht so doof. Nur, dass die halt, also die immer weglaufen und im Prinzip nur zu anderen Gegnern laufen und dann. Also, wir hatten noch keinen, außer ich glaube der allererste, der einfach draufgegangen ist, um normal zu kämpfen. Alle anderen laufen immer weg zu Gegnern, machen dann irgendwelche Scheiß-Taktiken von oben schießen oder so. Was das denn? Aber wenn halt jetzt Invader eine Gruppe angreift, die einfach nur PvE spielen will, dann hast du halt Pech. Ja, ist auch nervig. Ja, das ist auch nervig. Aber dann musst du halt damit klarkommen, dass du gegankt wirst und dass dich alle angreifen.
weil die halt PvE weiterspielen wollen. Ah. Dafür müsste man das System grundsätzlich überarbeiten. Dass man sowas einstellen kann, dass wenn man mit Kumpels spielt, dass man extra sagt, keine Invader dazu haben. Ja, das finde ich auch cool. Wenn du halt mehrere Leute dabei hast und du halt Invader holst, dass dann automatisch mehr Invader darauf, dass dann mehr Invader kommen können. Wenn du irgendwie zwei Leute mit dabei hast und willst PvE spielen, dann kriegst du auch mehr Invader gleichzeitig. Mhm. Halt diese Gänke. Moin Clu! Danke für dein Follow. Wie geht's dir, mein Jutza? Tatja freut sich mega, ja. Feuchter Traum von Tatja, dass Clu im Chat ist. Tatsächlich in Bloodborne fand ich es noch ein bisschen schlimmer, weil da gab's so richtige Assi-Invader. Die haben gegen einen gekämpft, so lange, bis sie halt nichts mehr zum Hochheilen haben, sind dann einfach wieder verschwunden. Ja, sowas halt. Ach, wir wollten ja einen Tor machen. Vergessen. Ups. Ich komm. Wo war der? Hier. Was geht? Ja, wir sind gerade mitten im Community Run. Ich bin lost wie immer. Haben schon einiges geschafft. Wer ist denn Lydia? Bist du das? Ja. Leute, einen können wir noch rufen hier. Es ist auch gut, dass du ohne mich läufst, weil ich kenne den Weg auch nicht 100%. Ich bin hier das einmal lang. Das Gute ist, ich habe sogar schon diese eine Teil getriggert. Ich weiß nicht, ob du jetzt hier runterkommst. Aber solltest du eigentlich. Ich habe keine Ahnung, wo ich runter muss. Das ist 1000 Jahre her. Dreh ich mal um. Auf die? Ja, jetzt links lang. An der Wand. An der Wand nach links? Das ist rechts. Dreh dich nochmal um. Da jetzt, genau, da lang. Da siehst du jetzt diese abgebrochene, ne? Da bin ich gerade runtergefallen. Aber ich sehe dich da nicht. Ja, weil ich jetzt ganz unten bin. Warte mal, hat es gerade schwer zu erklären. Andere Seite, umdrehen. Ja, ja, aber ich will wissen, wo du bist. Wieso sehe ich dich nicht? Ich müsste dich ja irgendwo sehen. Jetzt gehst du rechts da lang. Ja, die Kamera ist nicht so weit. Also, Sekunde, können wir mal kurz mit, nicht mit rechts und links, sondern mit, soll ich südwestlich oder soll ich nordöstlich? Nordöstlich? Keine Ahnung, dann leg südwestlich. Jetzt fest. Leg jetzt, so, nordöstlich gehst du jetzt lang. Danke. Das ist Südwesten, du gehst zum Nordosten. Ah, hier ist das Abgebrochene, was du meinst. Okay, ich sehe dich jetzt auch. Hui! Überlebt. Geh weg da, sonst falle ich auf deinen Kopf. Entweder das oder ich glitsche dich runter. Bist du gerollt oder bist du einfach gelaufen? Ich bin einfach gelaufen. Dein Zeichen liegt unten sehr gut. Wer diesen Gegner hier hingestellt hat, der gehört auch verprügelt. Harry Potter? Ja, ist halt Souls Game, ne? Ist immer assi. Das ist Spider-Man. Warte doch auf mich, du Sack! Das ist doch Spider-Man, was du anhast. Ja, sieht man doch an der Farbe. Komm wieder runter! Ja, der Fahrstuhl kommt doch runter. Ist so, er fährt einfach alleine. Er läuft doch einfach alleine. Ich weiß nie, wo er hinläuft. Hier ist auch eine.
Hier ist der Leiter, ja. Hast du die gesehen? Ja, aber ich will erstmal den Mob da töten. Tatja, ich habe die ganze Zeit diesen Knopf gedrückt, dass die Tür zugeht vom Fahrstuhl. Wohin führt mich die Leiter? Ich glaube, das ist ein Shortcut. Dann machen wir den mal aber auf. Die Tür aufmachen kann. Tatja soll mal joinen. Im Spiel? Ja, die ist ja unten. Hat die ihr Dings gelegt. Hat sie ihr... Ah ja, da wo die beiden toten Leichen liegen. Die beiden toten Leichen. Gut, ne? Mhm. Oh, ich hab Fettroll. Findest du den Weg hoch zur Gnade nicht? Ja, der ist auch echt scheiße. Oh, jetzt gehst du geradeaus durch, Lu? Sag mir nicht, was ich tun soll. Okay, mach, was ich mach, was ich will. Gut. Spring hier rum. Ich warte unten bei der Grace. Ey! Wo bist du jetzt lang? Bist du hier außen rum? Du hast doch gesehen, wo du gefallen bist. Ich fall da einfach auch runter. Das war auch schon so ein Zeichen. Helfen, aber ich darf dir nicht sagen, was du zu tun hast. Hier ist doch ein Zeichen. Ach, ich brauch den nicht. Hui! Oha, das überlebt man. Krass. Au, der kann bluten. Rein! Ah, easy. Ganz einfach. Oh, Götterskalpenkleidung. Da hinten ist er. Wohin rennt er denn? Hallo, hier bin ich, Dummkopf. Hallo. Hallo. Er rennt rein. Was macht der? Hier bin ich. Chunghua. Big C, komm! Wir brauchen dich, du PvP-Killer. Er hat einfach Fettroll. Oh! Tja, das tut mir leid. Big C, der PvP-Killer, ich liebe es. Da kommt wieder ein PvPler. Blutiger Finger Blade of Maya. Bei den Baumwächtern, wo er sich jetzt auch verkrümelt. Oh, wie Lisa schreit. Geh nicht zu nah, da oben sind ja auch die Bosse. Heizt euch ganz schön ein, ja. Da hast du wohl recht.
waren ja voll schwer. Sag mal auch mal was. Hallo? 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 Ja, er muss sein Hörgerät einstellen. Genau. Schnauze. Was war die Frage? Worum geht's? Was soll ich tun? Alter, so ein Arcel-Typ an der Wand, der einen abschießt, wenn du den Arsenal-Talisman plus 1 holen möchtest. Ja. Wie kann man da nochmal hin? Weil du konntest den irgendwie erreichen. Durch den Tunnel neben dem Gebiet, wo ihr gerade durchgelaufen seid, um die Reiter zu töten. Das ist ein Tunnel? Das ist ein Tunnel. Ist das dein Ernst, dass du mit dieser fucking Fackel jetzt die ganze Zeit rumläufst? Nicht lange. Krass. Oh, Lotzke, du bist auch da. Ich weiß halt nie, ob du da bist oder nicht da bist. Sorry. Kann mir doch sowas nicht merken. Mein altes Gehirn. Du musst jetzt einmal hier die Tür öffnen. Sag mal nicht, was ich tun soll. Ich muss gar nichts. Sonst komm halt nicht weiter, das ist dann unproduktiv. Geht doch. Siehst du, muss sie nur anschreien, dann geht das schon. Mhm. Und gibt's hier wieder einen Geheimweg? Hier links gibt's auch so ein Mini-Item. Ein Schmiedestein plus 5. Ja, aber das ist kacke zu erreichen wegen der Wurzel, die am Weg steht. Hab doch erreicht. Bin halt ein Profi-Gamer. Der war gut. Wann lernen wir diesen Profi-Gamer denn mal kennen? Ich brauch einen Sechser. Sechser gibt's hier auch. Sechser hätte ich auch gerne, müsste ich nie wieder arbeiten. Sechser im Lotto? Mhm. Ja, oh, dann müsste ich jetzt mal anfangen, das zu spielen. Ein Sechser gibt's hier auch, das wäre richtig gut. Dann könnte ich meine Waffe weiter appen. Wir können da unten sorgen, dass die komische Maid den Starter zerstört. Was denn? Jünger als ich, ja. Mein Körper vielleicht, ja. Sein Geist ist eine andere Sache. Ja. Wieso lebt er noch? Weil ich gerade erstmal versucht habe, dass sie die Statue hinter ihm kaputt macht. Und hat sie? Ja, da sind Spielersteine dran. Okay. Aber keine dunklen. Ja, aber Schmiedesteine. Hier hinten ist, glaube ich, einer. Ich weiß nicht, ob es ein 5er oder ein 6er ist. Selber Effekt wie Mox-Kette, ja, das weiß ich, nur kenne ich den Fundort nicht vom Magus-Kette gerade auswendig. Übrigens, den Baumwächter hier bin ich Main, ne, wisst ihr, ne? Ich bin so gut gegen diesen Baumwächter. Den mache ich dir im Schlaf. Du kannst mich nachts um 2 wecken, den mache ich dir weg. Ich weiche allem aus. Also, da würde ich schon sagen, dass ich gut bin gegen den. Gegen den bin ich gut. Eingebildet bin ich. Also den habe ich so oft besiegt, er mit diesem Faustdrachen. Wo ich den küssen musste, damit ich den besiegen kann. So, Rolf, den machen wir jetzt fertig.
Alter, machst du Schaden. Was für eine Waffe hat der? 1400? Alter, was macht der für Schaden? Easy. Easy peasy. So, Auriza Grab. Aurizas Grab, wie das heißt. Da treffen wir uns jetzt, Leute. Also Leute, alle, die das jetzt nochmal auf YouTube sehen. Ohne euch geht das natürlich nicht, ne? Ihr guckt euch gerne den Community Run an, das weiß ich. Aber da müsst ihr natürlich auch aktiv mitmachen. Weil alleine kann ich, ja. Klar, ich kann alleine spielen, aber es ist halt dann kein Community Run, ne? So. Geil! Danke für die Hilfe, Rolf. Je mehr, umso witziger. Ja, eher gemischte Gefühle bei. Aber ja, umso mehr, umso witziger. Also mit Skoppel und Flo und so war es schon sehr witzig. Das muss man schon sagen. Bin ja nicht gesprungen, ne? Nee. So muss der Schaden sein von der Waffe. Zack! Zack! Bam! 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 Er trifft mich nicht mal. Bam! Talisman-Beutel am Start. Oha. Aber ich weiß nicht, was ich reinpacken soll. Lass mich mal vorher buffen, dann machst du den alleine. Okay. Okay, Deal. Du buffst. Ich mach nix. Und dann schauen wir mal, wie er hier den alleine macht. Der benutzt nämlich übrigens mein Bild, den ich mal vorgestellt habe, mit den beiden Plünderkrummschwertern. Da bin ich ja jetzt mal gespannt wie Bolle. Na, komm. Oh, war da gerade noch ein Invasor? Da war noch ein Invasor, wie witzig. So, jetzt will ich aber was sehen. Komm, Schiffer. Er will nur den Sprungangriff machen. 5K.
Mach Sprungangriff, ist besser. Blutung ist einfach viel zu krank in dem Game. Nimm dir zwei Großschwerter, Großmesser oder Plunderkrummschwerter, hau Seppuku auf beide drauf. Übrigens, Seppuku ist verboten im Run. Erste Verwartung, Schiffer. Seppuku ist verboten im Run. Tatja, wie sind die Regeln? Sekunde, Regeln raussuchen. Ist sogar Regel Nummer 1. Kein Seppuku und keine blutige Ströme. Aber da seht ihr mal, wieso kein Seppuku und kein blutige Ströme. Das war auch mal ein gutes Showcase, um zu sagen, fällt der früh auf? Ja, ich hab's vergessen, Tatja. Aber dafür habe ich ja Mods, die aufpassen. Aber ist auch gut, dann seht ihr mal auf YouTube, wieso wir das verboten haben, weil das wäre echt, also dafür, das wäre dann witzlos. Nee, kein Problem, Schiffer. Ich hab's gerade auch vergessen. Alles gut. Niemand hat drauf geachtet. Niemand von euch hat was gesagt mit Seppuku. Wir haben es alle vergessen. Ey, wir haben gut Progress gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so weit kommen. Mock besiegt. Die Blade-Quest gemacht. Die Rani-Quest, nicht die Blade-Quest. Lul. Wir sind richtig, richtig gut weit gekommen. Ich würde hier den Run für heute beenden. Wir haben Leyndell durch und dann können wir nächste Woche Sonntag ins Eisgebiet. Also alle, die das auf YouTube sehen, gerne vorbeikommen im Stream, auf Twitch. Wer gerne live dabei sein möchte, nächste Woche gehen wir dann ins Eisgebiet, machen den Feuerriesen und machen komplett Farum Azula. Das wird der Plan für nächste Woche sein. Und gerne das Video liken, Kommentar da lassen, wie ihr das findet. Und gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr nichts weiter verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.